Problems. Da setzt sich jemand mit 300 fucking 1000 Abonnenten hin und erzählt seinen Zuschauern so einen verlogenen Rotz. Das Schlimmste dabei ist, dass dein in der Regel minderjähriges Publikum dir das auch noch abkauft, was du glaubst. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich glaube, dass Rothaarige die Ursache allen Übels sind und Hitler sich die Haare bloß schwarz gefärbt hat und sogar wenn ich auf dem Scheißhaus sitze und mir eine dicke Kackwurst aus dem Arsch presse und das Kackpisswasser dann in mein Arschloch zurückspritzt, ja, dass du daran schuld bist. Das hat so ziemlich denselben Wert von dem, was du gerade eben gesagt hast, mit dem Unterschied, dass ich es gesagt habe, was den Wert so um 5 von 7 erhöht. Im Vergleich dazu, wie vielen Männern ist das passiert? Ich weiß es nicht genau, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es weitaus weniger sind, weil ich habe noch nie von einem Mann gehört, ich war letztens aus dem Club, da kam wieder so ein Mädel und hat mir einfach so volle Kanne, so mit richtig Schmackes an den Hintern gegriffen. Was denken die eigentlich, wer sie ist? Was du mit dem Satz gerade eigentlich gesagt hast, ist, ich habe keine Ahnung, wovon ich hier rede, aber weil ich sowas noch nie von einem Mann gehört habe, was vielleicht damit zusammenhängt, dass Männer mit mir nichts zu tun haben wollen, glaube ich, gibt es dieses Problem bei Männern nicht. Ich bin dumm. Wohingegen ich als Frau das schon gar nicht mehr thematisiere, weil es mir schon so oft passiert ist. Ich habe mich an sexuelle Belästigung gewöhnt. Das ist nicht gut. Wohingegen du als Frau das schon gar nicht mehr thematisierst? Du hast gerade noch gesagt, dass du noch nie von einem Mann gehört hast, dass er sexuell belästigt wurde und jetzt haust du sowas raus? Du läufst doch nicht mehr ganz gerade, Mädel. Aber es ist nun einmal so, dass Sexismus, die Benachteiligung aufgrund eines Geschlechts, noch vorhanden ist. Ich bin der Meinung, diese Erkenntnis verdient definitiv Applaus. Es ist einfach so, dass so oft passiert ist. Dass du noch nie von einem Mann gehört hast, dass er sexuell belästigt wurde und jetzt haust du sowas raus? Du läufst doch nicht mehr ganz gerade, Mädel. Aber es ist nun einmal so, dass Sexismus, die Benachteiligung aufgrund eines Geschlechts, noch vorhanden ist. Ich bin der Meinung, diese Erkenntnis verdient definitiv Applaus. Es ist einfach so, dass Frauen teilweise in der gleichen Position weniger verdienen als Männer. Es ist einfach so, dass du dich weder mit dem Feminismus selbst, als auch mit dem geistigen Abfall, den du in diesem Video von dir gibst, beschäftigt hast. Der sogenannte Gender Pay Gap, zu Deutsch die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern, ist, umso mehr Faktoren man in die Gleichung mit einbezieht, nicht existent. Und zu diesem Schluss sind schon mehrere Untersuchungen gekommen. Und es ist auch so, dass Frauen weitaus häufiger Vergewaltigungsopfer sind als Männer. Das würde mich jetzt aber mal interessieren, wo du das aufgeschnappt hast. Du gibst nicht eine einzige Quellenangabe zu den ganzen Behauptungen, die du aufstellst. Ein fiktives Beispiel hast du bisher genannt und dich dann noch über die Gegenseite lustig gemacht. Der gesamte Inhalt deines Videos ist absolut wertlos mit Hinblick auf die Fakten. Aber auch generell. Obwohl, du hast recht. Und es ist so, dass Frauen als Schlampen bezeichnet werden und Männer als geile Stecher, wenn sie viele Sexualpartner haben. Und es ist auch so, dass Feministen immer wieder dieselben drei widerlegten Thesen bringen. Frauen verdienen weniger als Männer, Frauen werden öfter vergewaltigt, Frauen sind Schlampen, wenn sie viele Sexualpartner haben. Ach ja, und sexuelle Belästigung betrifft auch nur Frauen. Das sind sogar schon 4 Punkte. Lässt sich die heutige Jugend wirklich so leicht verarschen, dass das keinem deiner Zuschauer auffällt? Das sagt etwas über dein Publikum und YouTube Deutschland im Allgemeinen aus, wenn solche Videos einfach hingenommen werden. Aber dafür bin ich ja jetzt da. Ja. Mir sagen viele, sagen am Roller, nicht jeder denkt so, das ist mir schon klar, Leute. Aber immerhin noch ein großer Teil unserer Gesellschaft denkt so. Und wisst ihr, welcher Teil mich besonders traurig bei dieser Gesellschaft macht? Frauen, die sich Antifeministen nennen und Slutshaming betreiben und einfach nur rückwärts laufen, was diese Bewegung angeht. Natürlich nennt uns dieser Komiker auch für diese Behauptung nicht mal mehr ein einfaches Beispiel von so einer Antifeministin. Nichts, aber auch gar nichts in diesem Scheißvideo hast du belegt, außer deine Zähne vielleicht. Und zum Schluss möchte ich noch über Männer reden. Ich weiß, dass ihr genauso mit Gender Roles und Klischees zu kämpfen habt wie wir. Einen Scheißdreck, weißt du, Mädel. Du hast es ja nicht einmal hinbekommen, dich in deinem eigenen Beispiel in einen Mann hineinzuversetzen. Heuchler. Heftig. Und ich weiß auch, dass ihr euch teilweise echt ungerecht behandelt fühlt. Das ist natürlich der große Unterschied zwischen Männern und Frauen aus deiner Sicht. Frauen werden tatsächlich ungerecht behandelt, aber Männer, die fühlen sich natürlich nur so. Deshalb braucht man das auch nicht so ernst nehmen, nicht wahr? Problem ist halt nur, ich bin eine Frau, deswegen kann ich mich auch viel besser mit Frauenproblemen identifizieren. Trotzdem habe ich eine hoffnungsvolle Botschaft für euch. Dann geh dich mal bitte mit deinen Problemen identifizieren und lass uns mit diesem dummen Gelaber in Ruhe. Danke. Feminismus bedeutet nicht die Unterdrückung von Männern. Ich als Feministin finde Männer trotzdem noch toll. Ich stelle auch keine Bedrohung für euch dar, auch wenn mein Bizeps ziemlich groß ist. Sieht er groß aus? Keine Sorge, Arnie. Vor deinem Bizeps hat niemand Angst. Es geht eher darum, dass du keine Seele besitzt. Das ist die Hoffnung. Das ist das Licht der Hoffnung, das hier reinstrahlt. Auch hier liegst du wieder daneben. Das ist ein Blitz aus Afrika, weil jemand versucht hat, dich mit Hilfe von schwarzer Magie mit einem Blitzschlag zu treffen. Aber hat das Ganze wohl ziemlich verkackt. Schade eigentlich.
Ich möchte auch, dass eure gesellschaftlichen Probleme weniger werden. Aber vor allem möchte ich, dass wir Frauen erstmal auf das gleiche gesellschaftliche Level wie ihr hochkommen. Und wenn das erstmal soweit ist, können wir uns gegenseitig bestärken und das Level komplett anheben. Was habt ihr alle eigentlich mal mit diesem dämlichen Level? Unnötigste Metapher überhaupt. Wo soll das Level denn noch hingehen? Mehr als gleichberechtigt geht nicht, Fräulein. Ja, wir brauchen Feminismus. Und ja, ich bin Feminist. Oh doch, da geht noch was. Das ist keine Krankheit. Und das ist auch nicht schlecht. Feminist sein ist cool. Nope. Weder du noch der Feminismus, den du vertreten willst, ist cool. Ein riesiger, lächerlicher, Haufen dampfender Feminazi-Scheiße ist das. Und das stinkt gewaltig, sag ich dir. Ich bin raus. Feminazi. Danke dir.